Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Naturvideo. Heute haben wir ca. 22. 23. Juli rum und mittlerweile haben sie gemäht, so Anfang Juli rum. Aber wo sie alles tot gemäht haben, was eine absolute Frechheit ist, wächst hier irgendwas nach. Weiß einer von euch, was das für eine Pflanze ist? Also wie eine Wicke, von der Blattart her. Das wuchert sich hier ein ab. Also ein paar Pflanzen lassen sich da überhaupt nicht beeindrucken. Im Gegenteil, die nutzen das sogar, dass hier gemäht worden ist. Das Schlimme ist, dass die Idioten das immer im Hochsommer mähen, was nichts anderes bedeutet, außer dass es danach das Gemähte vertrocknet. Und dann wächst auch schon mal lange Zeit nichts mehr. Das ist vielleicht sogar deren Ziel. Ich glaube, wir wachsen überall Wicken. Haben Wicken die rote Blätter? Naja. Und ein paar Vögelchen machen Krach. Es ist heute sehr pissig. Also. Hashtag Klimaanlage ist eine Lüge. Nicht Klimaanlage. Klimaanlage, ja, das ist auch nochmal ein Thema. Nee. Klimawandel ist eine Lüge. Es war jetzt 3 Wochen eiskalt in Deutschland. Ich habe gefroren, ich habe die Heizung angemacht, etc. etc. Und jetzt wird es mal wieder 3 Tage pissig. Jetzt sind wir auf 35 bis 40 Grad. Die letzten Tage waren immer nur so 20, 19, 18, 17, 16, 11. Es war ein saukalter Sommer bisher. Von daher, lasst euch nicht. Nichts einreden. Das ist ganz normal, dass es mal ein paar warme Sommertage gibt. Aber die meisten Tage ist es halt. Schönen Ausblick hat man hier von hier oben auf meine Stadt, ne? Ist halt kalt gewesen. Aber hier, aber es vertrocknet dann halt alles, wenn die mähen. Und dann ist es ja nicht mehr schön. Die einfach mal die große Wiese stehen lassen und so. Somit sind auch alle Wegwarten weg und aller Löwenzahn und alles, was ich hätte essen können. Deswegen esse ich mich immer im April, Mai ganz dolle voll. Und manchmal noch im Juni. Hab sogar noch ein bisschen Löwenzahn im Kühlschrank. Der steht da schon seit 2 Wochen. Keine Ahnung, ob der noch gut ist. Hab noch 2, 3 Blatt Löwenzahn im Kühlschrank eingefroren. Nee, eingefroren, eingekühlt. Luftdicht. Und bei 6 Grad oder so. Und da muss ich jetzt reichen. Müsste ich sehr viel weiterfahren. Hier grüns. Hier wächst der Rasen nach. Hier ist es schön an der Stelle. Da knallt nicht ganz so viel Sonne. Da wickt wieder alles. Wickt. Hier geht es einigermaßen. Hier ist nicht ganz so trocken. Aber es ist trocknet wieder oben. Da ist schon richtig Laub. Sieht cool aus. Farblich genial, oder? Warte mal, mir hat einer genannt, was das hier ist. Das war wie so ein Savannenbaum oder sowas. Echt schöner Baum. Ja, und ja, jetzt halt mal Gras und Wicken. Oh, hier haben wir wieder einen Spitzwegerich. Ein neu aufkommender. Den Uhu. Der Kuckuck oder was ist das? Uhu. Ja, also. Ich mag das halt alles nicht. Also, es wächst Zeug, was nicht schmeckt. Spitzwegerich und Brennnessel, das schmeckt alles nicht. Für Löwenzahn, der schmeckt einigermaßen. Der ist ganz gut, die Bitterstoffe, die verkraft ich gut. Und jetzt nochmal eine Schweigeminute mit Panoramablick. Was ich als Thumbnail nehmen könnte. Der Baum wäre nicht schlecht als Thumbnail. Fotografiere ich gleich mal, während ich auch nur ein bisschen anderes Licht. Nee, das war zu dunkel. Muss den von unten erwischen. Warum dunkelt das immer? Scheiß weiß abgleich. Mach mal heller. Das kann man nehmen. Und klick.
einwandfrei. Das hat funktioniert, hoffe ich. Als ich Klick in die Mitte gemacht habe, war der Weißabgleich hochgedreht. Fand ich faszinierend. Okay, jetzt gehen wir auch endlich nach Hause. Ich bin durch für heute. Ich hatte nur 4 Stunden Schlaf. Für die, die das nicht wissen, ich besitze eine Klimaanlage. Muss ich auch noch mal irgendwann ein Messi-Video drüber machen. Die habe ich heute verkauft. Für jemanden, der die 15:30 Uhr holen wollte. Aber es hat 12 Uhr an der Tür geklingelt, nach 4 Stunden Schlaf. Bin ich geweckt worden. Hab natürlich nicht aufgemacht, sondern weiter versucht zu schlafen, was nicht geklappt hat. Dann lese ich früh, wenn ich aufstehe, frühes Morgen um 14:30 Uhr am PC, können wir bitte Ihre Klimaanlage haben? Ich sage, die ist schon versprochen. Die werden die Klingel haben. Ich gebe sie Ihnen, wenn der Typ nicht auftaucht. 15:30 Uhr ist es. Der Typ taucht auf, holt die Klimaanlage. Auf einmal klingelt mein Telefon. Ausländerkind am Telefon. Können wir haben Klimaanlage? Gebrochener Grammatik. Die Eltern im Hintergrund irgendwas labern. Und ich sage, und das Kind fragt, ja, wenn Typ nicht kommt, können wir haben. Ich sage, ja, sie können haben, aber er steht gerade vor der Tür. Und das Kind dann nochmal, können wir haben, wenn Typ nicht kommt? Ich sage, ja, theoretisch schon, aber er steht gerade vor der Tür, die Klimaanlage ist weg. Ist das okay jetzt? Und ich dann nur Tschüss. Habe ich aufgelegt. Also Leute, Ausländer. Warum hasst man Ausländer, wenn man kein Rassist ist? Ganz einfach. Die fragen nicht. Die warten nicht auf eine E-Mail-Antwort. Die steht einfach vor deiner Tür und klingeln. Mal sehen, was sie nicht kriegen. Jetzt die letzten 3 Wochen war es kalt. Da stand die Klimaanlage. 3 Wochen. Und kein Aas wollte sie haben. Jetzt ist es ein Tag mal warm. Oh Gott, wir müssen hier schnell im Internet gucken, die Klimaanlage kaufen. Hätten sie sich informiert, als es etwas kühler war, hätten sie die gehabt. Und ich vielleicht sogar mehr Geld bekommen dafür. Weil die anderen, die Deutschen, drücken ohne Preis. An den Preis gedrückt ohne Ende, die Arschlöcher. Aber der erste ist dann eh nicht gekommen. Der zweite kam dann. Und die Ausländer wären dann der dritten gewesen. Jetzt, wo es warm wird, brauchen sie auch nicht mehr kommen. Aber jetzt bin ich endlich dieses 10 bis 15 Kilo schwere Ding los. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Also 10 Minimum 10 Kilo. 8, 10, 10. Ja, 10 bis 15 Kilo hatte die Klimaanlage. Und da ich so wie ich jetzt wohne, im mittleren Stockwerk, es nicht warm ist, brauche ich keine. Sitze ich nackt da und es geht mal die 2, 3 Tage, die es draußen 40 Grad sind, sind bei mir vielleicht 25, 28 drinne. Und nackt ist das aushaltbar. Da brauche ich nicht mal ein nasses Handtuch im Nacken oder so. Ich habe die Klimaanlage, weil ich jetzt wohne, wie ich wohne, nämlich recht kühlgeschossig, seit 7 Jahren nicht verwendet. Und die durfte auch gehen. Ja. Das dritte Teil, nun diesen Sommer, was ich los bin, bin ich sehr dankbar für. Jetzt kommt als nächstes meine Hantelbank dran, die ich heute auch schon für eBay fotografiert habe. Ja. Hantelbank, die auf dem Dachboden stand. Könnt ihr sehen, glaube ich, bei Wie ich wohne, warum Teil 2 oder 3. Wo ich auf dem Dachboden bin, könnt ihr meine Hantelbank euch angucken. Jetzt kommt ein Auto. Das ist auch noch so eine kleine Parkplatzwiese, wo mal Häuser standen. Und hier waren wir doch vorher ja im Sommer, ich und meine Freundin. Und der liebe Herr Marcel Ludwig vom Kanal Kreative Vlog, jetzt abonnieren, haben wir vorher ja im Spätsommer Brombeeren gepflückt, die aber dieses Jahr irgendwie gar nicht reifen wollen, so richtig. Oder sind sie schon gereift? Ich hab's verpasst. Nee, jetzt kommen langsam ein paar grüne. Brombeeren. Brombeeren haben eine Angewohnheit, die machen Hosen kaputt. Oh, da gehen jetzt ein paar sind da. Ich habe mir da ein Gurkenglas von gepflückt. Sind unglaublich sauer, mache ich Durchfall davon. Also mein Körper ist nur gentechnisch verändertes Hut gewöhnt. Kann man ein paar mitnehmen.
Auf der Qualle. Viele sind es noch nicht, aber in ein, zwei Wochen vielleicht kann man richtig zu lang. Da hinten sind wir die besten Stücke, da kommt man wieder nicht ran. Und sich seine Hose komplett. Guckt euch dieses Monster an. Ohne sich die Hose komplett zu zerfetzen. Naja, kleine Ernte, kleine Ausbeute. Es wird langsam. Was haben wir denn jetzt? 22, 23. Juli, ja. Man könnte sagen, um sich das mal als Stichdatum zu merken, genau 1. August. Da sind Brombeeren fertig. Bim, badim, badim, badim. Natur pur. Verlassene Häuser, da wächst und grünt auch immer alles. Tränesien. Herr Ludwig möchte mich dieses Jahr wieder besuchen kommen. Vielleicht ist dann aber zu spät für Brombeerzeit. Der kommt dann wahrscheinlich Ende August, Anfang September, wenn er es warm macht. Aber da wachsen die, glaube ich, dann nicht mehr. Das ist schade. 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 Ich bin bald zu Hause. Und da läuft ein Kätzchen von links nach rechts. Das ist immer was Gutes. Auch eine rote Katze. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Ja, ist klein da. Irgendwo da. Wisst ihr, was da vorne an dem alten Gerichtsgebäude ja nicht mehr steht? Moment, kurz muss man aber trotzen. Wisst ihr, was da vorne manchmal vor den alten Gerichtsgebäude steht? Ein Fort Granada. Ein uralter Fort aus den 70ern, 60ern. Ja, 70er, glaube ich. Fort Granada, Polizeiwagen mit Stern. Mega. Ja, das ist das erste Mal, fällt mir auf, dass ich euch vom Park, was 100 Meter hinterm Haus liegt, mit vor mein Haus nehme. Und da gegenüber natürlich dann die berühmte Wiese, die ich immer bei Hochwasser aus dem Fenster filme. Den Tag, das habe ich jetzt bestimmt schon als Clips hochgeladen, bis ich das Video hochlade. Wenn nicht, würde ich es hier nochmal einfügen. Den Tag. Ich mit meiner Freundin einkaufen gefahren. Und da hat es gegübelt von oben. Gegübelt. Gegossen. So wie ich, wenn ich immer das Unwetter für euch filme. Zu finden in meiner Natur- und Outdoor-Playlist. Jetzt gucken, danke. Und liken und teilen und danke. Und jedem sagen, dass er meinen Kanal abonnieren soll, sonst braucht's. Und hat mich voll erwischt im Auto. Bei der Tür öffnen. War ganz schrecklich. Die Welt geht unter. Scheinbar auch, ja. Universum, lass das! Bah!
Löse jetzt. Eins, zwei, drei. Das ist nass. Ich komm nicht durch. Ich muss jetzt hier Eis wirklich durchlaufen. Bipim, bipim, bipim. Was ist denn das hier eigentlich? Hier hätte ich viel zu essen. Komm, Sascha, Tom, wer auch immer Ahnung von Wildkräutern hat. Was ist denn das für ein Deil? Das ist die wachsen wirklich in Massen. Da reicht ein Blatt pro Tag. Ich esse Wildkräuter nur zu so gesunden, nicht als Hauptmahlzeit. Da reicht mir ein Blatt am Tag von diesen Oschis. Was ist das? Ich will wissen, ob man das essen kann. Die Scheiße wuchert hier vor meinem Haus, ist der Wahnsinn, auch kein Löwenzahn mehr. Noch dieses Weiße hier, ich weiß nicht, ob das Schafgarbe ist. Oder Dill. Wuchert nur noch dieses Weiße und Wicken und Gras und das war's. Was ist das denn, wo ich nicht weiß, welche giftig sind und welche nicht. Schönes Kombi-Video heute geworden aus zwei Themen. Tagebuch eines Messis und Natur pur. Ungeplant und spontan, aber so bin ich. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich mit Handy die Tür aufschließe, jetzt noch ein RS hinterher. Ein Dreier-Video, Hammer. Naturvorteil 2, Tagebuch eines Messis, Teil weiß ich nicht. Und er isst Brombeeren. So. Sollt euch öfters mal auf einen Spaziergang mit nach Hause nehmen. Das nicht unterhaltsam? Schreibt mir doch in die Kommentare für mehr. Ich gehe nach Hause Videos sehen wollen. Diese unendlich weite Strecke von meiner Freundin zu mir. Diese ganzen 250 Meter steil bergauf. Zu sehen auf meinem Hauptkanal. Zielführende Comedy im Rocky Video. Teil 3. Oder was 3? Ach, ich weiß es nicht. So, jetzt tatsächlich noch. Einer ist der neue. Das war auf das Herbst noch nie. Jubiläum! Erstmal diese eine stundenlang abwaschen. Wir haben ja Viechen drauf gesetzt. Und jetzt ja ist Brombeere. Oh Gott. Oh Gott. Bäh. Unmenschlich sauer. Und dann Durchfall von kriegen. Ich esse nur gegen gezüchtetes Futter, was auf Zucker gezüchtet ist, wovon ich keinen Durchfall kriege. Geht nicht hinter die Scheiße. Hoppala. Das ist ja widerlich. Er ist Brombeeren. Natürlich gewachsene Parkplatz-Brombeeren. Oh, die ging. Voll süß.